Ja, Leute, da sind wir wieder bei Civilization 5. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, habe ich jetzt die Hintergrundmusik ausgestellt, weil in den letzten Folgen wurde mir immer wieder gesagt, ich besitze diese Musik nicht und wenn ich sie nicht hinausnehme, dann wird dieses Video für bestimmte Länder gesperrt. In dem Fall halt nur Deutschland, aber Deutschland ist immerhin doch ein großes Land. Mit einigen Zusehern. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, spiele ich halt die, nehme ich halt die Musik raus und ab dieser Aufnahme werde ich halt die Hintergrundmusik ausschalten, damit ich keine Probleme mehr damit habe. Okay, jetzt ist es schon einige, ja, ich glaube sogar Wochen her, seit ich gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr. Was denn so das aktuelle Geschehen ist, muss mich wieder ein bisschen einfinden. Ja, ich weiß noch, dass ich Graz hier praktisch eine Enklave gemacht habe, außerhalb meiner, sagen wir mal, Grenzen. Ich weiß noch, dass wir versucht haben, den großen Religionskrieg zu führen, haben aber dann gegen Ägypten versagt. Der hatte dann doch ein paar Missionare mehr. So, jetzt machen wir mal Politik einführen. Patronat ist für uns, glaube ich, wichtig. Oder wir wollten auf. Ja, Kultur haben wir hier schon. Ja, komm, Patronat ist schon wichtig. Die Anzahl der von Staaten verschenkten Ressourcen wird um 100% erhöht. Okay, und hier. Zwei Gold für Handelswege mit Stadtstaaten. Auch nicht schlecht. Aber Ressourcen brauchen wir so gesehen nicht, oder? Weil Zufriedenheit haben wir genug. Da kommt, da ist Gold wichtiger. So. Ich weiß gar nicht mehr, wer unsere Gegner sind. Also hier sind ist einmal Ägypten. Wen haben wir hier noch? Okay, hier ist Äthiopien. Da haben wir Schweden. Dänemark. Wer ist das jetzt? Ah, Frankreich. Da ist Polen. Ja, ach ja, genau. Hier sehe ich gerade, dass Peking schon von Polen eingenommen wurde, bevor ich China überhaupt getroffen habe. Und hier ist noch ein Staat, den ich aber noch nicht gefunden habe. Im Diplomatiebildschirm müsste dann noch ein Ergrauter sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mit 8 habe ich begonnen. Oder? Oder habe ich mit 7? Nein, ich muss schon alle erkundet haben, weil. Okay, hier haben wir alle. Okay, also außer China habe ich jetzt schon alle aufgezählt. Gut. Embargo Polen. Weltausstellung habe ich gemacht. Okay. Wie sieht es mit den befreundeten Stadtstaaten aus? Habe ich gerade mal 2. Also, verbündet habe ich 2. Befreundet bin ich dann mit einer zusätzlich. Gut. Hier haben wir. Ah, Conquisitor. Ich wollte irgendwo. Wo wollte ich denn. Okay, den lassen wir. Weil mit dem bin ich irgendwo hingezogen, wo ich eine neue Stadt gründen wollte. Min vän, det är min övertygelse att denna uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Okay. Vill fina åt er. Så är det en simpel Nein. Zeker vill wer ihn. Obwohl, 5 Gold. Na doch. 5. Vielleicht das Gold selbst weg. Dafür 7 Gold pro Runde.
Okay, 6 Gold pro Runde. Nein. Ja. Obwohl es auf das gleiche hinausgekommen wäre. Das ist cool. Weil normalerweise verlangen die immer mehr. Also meistens irgendeine Ressource oder keine Ahnung, Gold pro Runde noch zusätzlich. Aber so sind wir auf gleicher Verhandlungsebene. Das ist gut. Mit Bruns bin ich sogar befreundet. Habe ich eine Freundschaftserklärung, genauso wie mit Äthiopien. Und mit Dänemark. Ein goldenes Zeitalter. Auch nicht schlecht. So. Kann eine Galeasse auf Land attackieren? Ja. Vielleicht bringt das ja von einem Stadtstaat die Zuneigung. Kopenhagen wird angegriffen. Wer steht denn mit denen im Krieg? Frankreich. Ah, das sieht man auch. Dass Frankreich auch ein wenig angeschlagen ist. Aber warum ist da ein Zeichen von Washington? Oder was ist das für ein Zeichen? Diese Stadt gehörte früher China. Warum ist dann das Zeichen von Washington? Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug. Weil in Peking ist das auch. Normal hat ja China das so ein Drachensymbol. Okay. Graz. Was macht Graz? Aquädukt? Ja, komm. Mehr Einwohner sind immer besser. Und bam. Das Lager kann ich jetzt zwar nicht ausradieren, aber um ein bisschen Erfahrung zu gewinnen, werde ich diese auch zerstören. Gold gegen Elfenbein. Ja. Warum nicht? Eine Luxusressource ist immer gut. Frachter könnte ich auch wieder bauen. Hab nur 2 von 5. Die Vorliebe für Glätzende. Start Kasimir ein bisschen mehr. Ich frage mich, wo der Konquisitor hingeht. Ich glaube, da irgendwo neben Schweden. Hier beim Eisen vielleicht. Nein. Nur wegen Eisen dort hätte mich nicht angesiedelt. Also mein früheres Ich hätte das nicht getan. Okay, das ist wieder was gespawnt. Elfenbein, 7 Goldrunde. Nicht schlecht. Machen wir. Aha. Ja. Okay. Der Frachter. Wo geht der Frachter denn hin? Irgendwo, wo es viel Gold gibt. Ilife hört sich cool an. Prag natürlich auch. Aber Prag sind wir schon verbündet, oder? Ja. Ilife noch nicht. Ne, dann machen wir Ilife. Auch wenn das ein Gold weniger macht. So, jetzt bin ich hier. Was mache ich hier? Das heißt keiner. Wo wollte ich denn eine Siedlung gründen? Kann mir das einer sagen? War doch schon ein wenig zu lange her.
Wollte ich wirklich auf das Eisen spekulieren? Ich weiß nicht. Oder wollte ich hier runter? Nein, das kann es auch nicht sein. Ach komm. Oder wollte ich mit ihm vielleicht nur... Nein, ich wollte mit ihm schon... Oder kann die überhaupt Städte gründen? Gehen wir mal auf... Konquisitator. Hoffentlich schreibt man ihn so. Konquisitator. Okay. Einheiten. Ist nicht hier. Ist auch nicht hier. Der wird wahrscheinlich in der Renaissance sein, oder? Auch nicht. Industriezeitalter. Auch nicht. Moderne? Hä? Das kann nicht. Kann nicht sein. Klassik. Nicht. Mittelalter. Da ist er ja. Von Gründen von Kolonien. Okay. Wenn ich doch nur wirklich wüsste, wo ich hin wollte. Ja, hier kann ich ja keine Kolonie gründen. Ist auf dem gleichen Kontinent. Das geht halt nicht. Wollte ich hier hin? Zumindest schaut es hier besser aus. Vor allem auch mit... Was ist das für ein Berg? Berg Kailash. Hört sich zumindest ein bisschen besser an. Ach komm, dann machen wir halt hier. Scheiß drauf. Okay. Habe ich ihn nicht angeklickt oder so? Ah, ich habe keine offenen Grenzen. Vielleicht habe ich ihn wirklich nur zum Erkunden. Ja, dann schicken wir ihn nur auf Erkundung. Weil ich wüsste nicht, wo ich jetzt wirklich siedeln wollte. Gut. Jetzt gehen die natürlich in das Lager. Ist klar. Oh, ein großer Künstler. Ist natürlich nice. Großes Werk gleich erschaffen. Die Geburt der Venus. Ein ziemlich populäres Gemälde. Also populär in der echten Welt. Es ist nicht so, dass es jetzt im Spiel selbst irgendwie Werke gibt, die mehr einbringen als andere. Genau, Ägypten habe ich schon beeinflusst. Und die anderen... brauchen eigentlich gar nicht mehr so lange. Schauen wir mal. Was braucht denn die Sixtinische Kapelle? Sollten die großen Werke alle mit Kunst derselben Zeit, also derselben Zivilisation? Also muss ich hier nur noch warten, weil das ist ja nicht Renaissance, das ist Mittelalter. Muss ich nur auf den nächsten Künstler warten. Steht sicher irgendwo. 22 Runden bis der nächste, also in Wien. Woanders wird er wahrscheinlich nicht kommen. Nee. In Rien. Ah, Rien. In Wien braucht er 22 Runden. Und wenn ich mir das jetzt da anschaue, ja, dann habe ich eh noch lange Zeit bis zum Industriezeitalter.
Also geht sich das schon aus. Okay, dann erhöhen wir uns gleich unsere Kultur mit einem Opernhaus, oder? Nein, nein, nein. Wien ist sowieso ein... im Festland, da kann ich hier keinen Frachter bauen. Also Opernhaus. Obwohl Global Theater ist doch auch nice. Ja, komm, Global Theater. Wie sieht's aus mit Handwerker? Okay, Ingenieur dauert 106 Runden. Gibt es irgendwo einen anderen? Ja, 118 Runden. Na gut, dann dauert das halt rein. Aussehen, wir gehen auf Produktion. Aber dann dauert es wieder länger, bis ich einen großen Künstler habe. Ist natürlich schwierig jetzt. Aber ich glaube, Theater ist... Okay, nein, wir bleiben bei der Produktion. Beziehungsweise, vielleicht sollte ich das manuell machen, dass ich keinen von hier wegnehme, sondern von hier irgendwo. Dass ich... Verwaltung von Bürgern, kann ich das? Ja. Dass ich vielleicht von hier wegnehme und da reinmache. So, machen wir noch da. Okay, Hungersnot ist natürlich blöd. Okay, lassen wir das. Manuell ist blöd. Ja, jetzt sind alle Spezialisten weg. Spitze! Egal. Was machen wir hier? Das ist die Küstenstadt, da bauen wir jetzt einen Frachter. Und in Graz? Eine Universität? Nein, Universität nicht. Ich will so lange wie möglich in der Renaissance bleiben. Machen wir eine Bank, um mehr Geld zu generieren. Und wie ein Forschungsabkommen. Jetzt habe ich schon wieder ein Konquistador, oder wie? Harald Blauzahn hat bewiesen, dass die Welt rund ist. Okay. Ja, dann geh du auch erkunden. So, mit diesen Lanzenkämpfern müsste das Schiff eigentlich genug Erfahrung für ein Level-Up bekommen. Und? Nein! Wie viel? Ah doch, 30 von 30, also nächste Runde kann ich schon aufleveln. Aber Polen und Äthiopien ziehen mich gerade weg mit den Punkten. Durch was bekommen die so viel? Durch Wunder, durch Technologie. Ja, gut, Äthiopien bin ich gleich auf mit den Punkten. Also zum Glück sind beide Freunde mit mir. Also fürchten brauche ich mich vor denen nicht. Also militärisch. Kann schon gut sein, dass sie mir einen Sieg wegnehmen. Okay, machen wir Sichtweite oder so. Oder Fortbewegung ist besser. So, und du gehst weiter, komm. So, wir bleiben im Renaissance-Zeitalter. Am besten wir machen Architektur mit Ermitage. Oder Ermitage, keine Ahnung, wie man das ausspricht.